Herzlich willkommen zu einem neuen Video, etwas unerwartet jetzt auch für mich selber. Zunächst, es tut mir leid für die Soundqualität. Aus gegebenem Anlass muss ich jetzt ein kleines, einfaches Mikro nehmen. Ich hoffe, man versteht es trotzdem. Es geht im Wesentlichen auch jetzt nur um ein paar formale Sachen, die aber sehr wichtig sind, die das lokale Gruppenprojekt betreffen. Und ich habe Feedback bekommen, natürlich sehr viel Positives, aber eben auch Dinge, die etwas aus dem Ruder laufen, und das möchte ich zurechtrücken. Zunächst vielen Dank für die Spenden. Es sind einige eingegangen, auch höhere Beträge. Ganz herzlichen Dank, und ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich das genau verwende. Also kommen wir zum Thema zurück. Was ich immer wieder höre, ist, dass in den Gruppen es gar nicht zu einem ehrlichen Mitteilen kommt, sondern zu endlosen Geschichten erzählen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Prozess nicht eingehalten wird, so wie ich den definiert habe. Und das muss ich in anderer Deutlichkeit sagen. Wer den Prozess, wie der beschrieben ist, nicht einhält oder nicht einhalten möchte, der möge sich bitte aus der Karte austragen lassen. Ja, also alle, die diesen Gruppenprozess anleiten, halten sich an den definierten Prozess, und zwar genau so, wie der beschrieben ist. Und da wird nichts dazu gemacht und auch nichts geändert und auch nicht die Runde zweimal gemacht, sondern exakt so, wie es beschrieben ist. Das möchte ich so, und ich möchte nicht, dass an diesem Prozess herumgewurstelt und verbessert und gebastelt und geändert wird. Das ist etwas, was von oben uns geschenkt wurde. Ich bin lediglich der Kanal dazu gewesen. Und das gehört so durchgeführt, wie es beschrieben ist. Und nur so ist es sicher und nur so funktioniert es. Warum das ändern? Das sogenannte Ego, das kann nur existieren durch Reiberei, durch Konflikt, durch Tun. So. Und so wurden alle Lehren der Vergangenheit nach kurzer Zeit verwässert, durcheinandergebracht, vermischt, verändert und so weiter. Und was ich sehe, ist, dass selbst mit diesem kleinen Werk, was aus wenigen Zeilen nur besteht, auch passiert. Es wird verändert, es wird uminterpretiert. Das ist unglaublich. Also aus meiner Sicht, was ich da sehe und höre, das ist nicht zu fassen, was Menschen aus diesem einfachen, präzise formulierten Text machen. Ja. Und da geht's immer darum, sich selber wieder ins Spiel zu bringen. Weil wenn ich das eins zu eins anwende, das ist halt für das Ego, ist halt nichts zu holen. Wenn ich da aber was verbessere oder was ändere oder es anders mache, dann ist das Ego wieder da. Dann kannst du wieder sagen, ja, ich. Ne? Das ist der Grund, warum das passiert. Also macht es bitte so wie beschrieben. Es hat was mit Sicherheit zu tun. Der Prozess ist so, wie er definiert, sicher. Und er ist so definiert, dass er funktioniert. Wenn ihr was ändert, wenn ihr euch nicht dran haltet, wird es potenziell unsicher für euch und für die Teilnehmer, und es funktioniert nicht. Ganz wichtig. Haltet euch an die Struktur. So, und der Kern der Struktur ist, dass es eben nicht zum Geschichtenerzählen kommt. Wenn Teilnehmer Geschichten erzählen, ja, das kann mal passieren, das macht nichts, wenn man mal ein, zwei, drei Sätze mal erzählt, das ist überhaupt kein Problem. Was zum Problem wird, ist, wenn ein Teilnehmer sich in Geschichten verliert und überhaupt nicht mehr nach hier jetzt zurückfindet. Und da müsst ihr als Gruppenleiter das unterbinden, da müsst ihr sagen, du halt mal an, erzähl mal, wie es gerade ist. Ja, oder ich möchte es jetzt mal unterbrechen, das sind sehr viele Geschichten aus Vergangenheit und Zukunft. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Geschichten erzählen hat immer was mit anderen Orten zu tun und mit anderen Zeiten. Also immer mit Vergangenheit, Zukunft und einem anderen Ort. Geschichten erzählen hat nie etwas damit zu tun, was jetzt hier ist. Jetzt hier sind nur Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Und meinetwegen noch Energiephänomene. Ja, aber das sind die wenigsten, die da Zugriff zu haben und das kommunizieren müssen. Darum geht's primär nicht, sondern um die ersten drei Ebenen. Wenn ich den Inhalt meines Geistes erzähle, dann kann ich das natürlich machen, aber ich darf damit nicht identifiziert sein. Ich kann natürlich
das alles sagen. Ich kann sagen, ich denke gerade das und das und das und das. Ich denke gerade an das schöne Abendessen gestern Abend. Das kann ich so machen. Wenn ich aber erzähle, wow, gestern hatten wir ein tolles Abendessen, dann bin ich damit identifiziert. Das ist kein Mitteilen. Und nochmal, bevor ich den Inhalt des Geistes kommuniziere, muss ich erst gelernt haben, die Emotionen und die Körperempfindungen zu kommunizieren. Weil es ist sehr schwierig, sich von dem geistigen Inhalt zu distanzieren und den nur zu kommunizieren. Also fangt bitte mit den Emotionen und den Körperempfindungen an. Ich fühle gerade Traurigkeit. Ich fühle gerade Freude, Verzweiflung, Glück und so weiter. In meinem Körper spüre ich gerade Entspannung. In meinem Körper spüre ich gerade Anspannung. Was auch immer. Diese zwei Ebenen, darum geht's. Und das ist, findet immer jetzt statt. Immer hier, jetzt. Und das sind keine Geschichten. Also das möchte ich nochmal anregen, dass ihr wirklich darauf achtet, dass eure Gruppe, also ihr als Gruppenleiter, nicht in Geschichten erzählen abgleitet. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Es ist ja dafür gedacht, dass eben was Neues passiert. Weil wenn ihr Geschichten austauschen wollt, dann könnt ihr euch zusammen in die Kneipe setzen und mit diesem ganzen Unsinn, das könnt ihr dann machen und noch mit Substanzen betäuben. Das hier mit den lokalen Gruppen, da geht es um was völlig anderes. Um das zusammenzufassen, habe ich ein Merkblatt geschrieben. Das ist, wenn ihr auf die lokale Gruppenseite geht, bei eine Gruppe finden und gründen, ist es rechts in dem Menü, ist es zu sehen, Merkblatt, ein PDF. Und das guckt ihr euch bitte durch. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Das ist wichtig für Teilnehmer und für Gruppenleiter. Da steht das Wichtigste nochmal zusammengeschrieben. Wenn ihr gar nicht wisst, wie das mit dem ehrlichen Mitteilen geht, dann haltet euch an folgende Satzanfänge. Ich fühle mich gerade. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich spüre im Körper gerade. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mein Kopf denkt gerade das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn ihr jeden Satz damit anfangen lasst, dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr euch das nicht merken könnt, dann schreibt es euch auf, guckt während der Gruppe da drauf und fangt jeden Satz damit an. Dann seid ihr garantiert raus aus den Geschichten erzählen. Dann habe ich ja extra Videos dazu gemacht. Guckt euch die YouTube-Videos an, ehrliches Mitteilen Beispiel, angeleiteter lokaler Gruppenprozess und Zuhören ist heilig. Das sind drei essentielle Videos zu diesem Prozess, da führe ich das auch vor. Ich zeige das also, wie das Mitteilen funktioniert, wie man daraus abgleitet. Es gibt Einblendungen, dass ihr sehen könnt, genau was da passiert und wie das sozusagen funktioniert. Und da könnt ihr das studieren. Das müsst ihr machen, weil sonst nutzt euch das alles nichts. Sonst könnt ihr euch auch in der Kneipe treffen. Da habt ihr nichts von. Das funktioniert nur so, wie das beschrieben ist. Dann ist es wichtig, dass ihr nur eine Runde macht pro Termin. Es gibt Kandidaten, Gruppenleiter, die machen mehrere Runden hintereinander. Funktioniert nicht. Ja, es hat natürlich, ich kann das alles begründen, aber es ist doch viel einfacher, ihr haltet euch einfach an die Vorgaben. Wenn ihr mehrere Runden macht, dann hat der Geist die Möglichkeit, das zu verschieben. Und dann habt ihr nicht die konzentrierte Energie in dieser einen Runde. Dann sagt er, oh, dann erzähle ich es halt beim nächsten Mal. Und schon ist die Energie flöten. Ja, das geht so nicht. Eine Runde pro Termin und Ende. Und das zwingt jeden, das zu sagen, was da ist. Und dann gibt es keine Ausrede, ja, dass ich das irgendwie verschieben kann, etc. Dann, was immer wieder durcheinander gebracht wird, was ich immer wieder höre, dass es um Floating geht. Floating hat nichts mit dem lokalen Gruppenprozess zu tun. Floating gehört in die Hand von Therapeuten. Das macht ihr bitte nicht. Das sind zwei völlig andere Dinge. Der lokale Gruppenprozess ist ein Prozess zur Selbstregulation, zur Stabilisierung, zur Etablierung von Sicherheit, zu einer Plattform von Sicherheit im Nervensystem. Floating ist intensivste Prozessarbeit. Das geht nicht alleine. Da braucht es einen Therapeuten, der das stabilisiert und steuert.
Wenn ihr da den Unterschied nicht versteht, dann lest euch das Floating-Handbuch durch und lest euch den lokalen Gruppenprozess durch. Dann wird es offensichtlich. Ich habe das auch in dem Floating-Handbuch am Anfang nochmal geschrieben, dass das miteinander nichts zu tun hat. Wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann schaut auf meiner Homepage bei den FAQs zu den lokalen Gruppen. Dort sind alle Fragen, die so auftreten können, von mir beantwortet. Da ist im Wesentlichen alles zu sehen und zu lesen, was noch unklar sein könnte. Da findet ihr also weitere Anregungen und Anweisungen aus der Praxis. Das sind die Fragen, die am Anfang des Projektes so entstanden sind, die ich gesammelt habe und dort eben beantwortet habe. Dann gibt es ja das Quiz auf meiner Homepage, da könnt ihr das ehrliche Mitteilen üben, so eine Art Spiel, und sehen, wie Sätze mit Identifizierung aussehen, und dann könnt ihr einen Satz auswählen, der eurer Meinung nach ohne Identifizierung ausgedrückt ist, der also ehrliches Mitteilen darstellt, und dann könnt ihr ein bisschen üben, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was der Unterschied ist. Und ich habe in dem ersten Buch am Ende auch nochmal das Ganze beschrieben zu den lokalen Gruppen. Also steht eigentlich überall, und versucht es mal wirklich umzusetzen, versucht euch dran zu gewöhnen. Wir haben das nicht gelernt, und ich sehe in der Praxis und in den Gruppen wirklich, wie unendlich schwer das uns fällt, eine Mitteilung von mir zu machen. Einem gegenüber. Ich freue mich. Ich bin traurig. Ich bin glücklich. Ich spüre Wut. Es scheint so schwer zu sein, und doch ist es so einfach. Und wenn ihr das immer wieder lest und euch die Videos anguckt, irgendwann macht's Klick. Ja, und das könnt ihr daran sehen, dass wenn ihr den Gruppenprozess gemacht habt und ihr fühlt euch danach sehr ruhig, sehr friedlich, sehr glücklich, sehr verbunden, dann hat das funktioniert. Wenn ihr euch eher aufgewühlt und zerflattert und so weiter fühlt, dann war es eher Geschichten erzählen. Also ich hoffe, dass das jetzt nochmal deutlich geworden ist, und vor allem die Gruppenleiter, bitte haltet euch an die Anweisung, und wenn ihr das nicht wollt, dann lasst euch austragen, ist ja kein Problem. Aber ich möchte, dass die Leute, die in der Karte stehen, das auch machen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Okay.